Hallo meine Foxies, ich hoffe euch geht's gut, also mir geht's super. Ich habe schon öfter diese coolen Pixelbilder gesehen und habe mir gedacht, ich will das auch mal ausprobieren. Das sieht nach sehr viel Spaß aus irgendwie und deshalb habe ich gedacht, starte ich erstmal mit einem Fuchs und wegen Foxy und so. Es gibt auf Google schon unzählige von diesen Bildern. Vor allem benutzt man diese Vorlagen für diese Bügelperlen, also als Vorlagen für die Bügelperlen oder halt auch als Stickvorlagen. Ich habe meine auf Pinterest gefunden und habe die einfach mal so abgemalt. Als erstes habe ich mir zur Hilfe ein 20x22 Kästchen breites Rechteck gezeichnet und habe mich dann so vorgearbeitet. Ich habe das alles erstmal mit einem Bleistift vorgezeichnet und Kästchen für Kästchen abgezählt. Ihr könnt es aber auch mit einem Lineal machen, weil so ein Kästchen ist meistens 5 mm breit. Das geht natürlich dann schneller, aber da ich gerade auf Reisen bin, habe ich kein Lineal dabei. Ja, ich habe sehr viel Zeug dabei, aber kein Lineal. Apropos Zeug, habt ihr eigentlich schon meine Desktour gesehen? Da habe ich alle meine Sachen gezeigt, die ich so dabei habe. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, die mal zu sehen, weil ihr mich da so ein bisschen auch so erlebt, wie ich so drauf bin und so. Und dass ich auch ein bisschen verrückt bin und mit sau viel Bastelzeug durch die Welt reise. Also schaut euch auf jeden Fall die Desktour an. Das kann ich euch nur empfehlen. Um den Fuchs trotz Pixelart ein bisschen 3D-mäßig zu machen, habe ich verschiedene Orangetöne verwendet. Und diesmal habe ich wieder meine Copic-Marker benutzt, weil ich da die meisten Orangetöne hatte irgendwie und irgendwie auch die schönsten. Ich habe versucht, den Fuchs außen so ein bisschen dunkler zu machen und nach innen heller zu werden, damit man eben so eine Schattierung erkennt. Aber ich wollte trotzdem, dass alle Kästchen separat ausgemalt sind. Also das heißt, ich hätte auch in den Kästchen verschiedene Abstufungen machen können. Aber das wollte ich in dem Fall nicht. Ich wollte trotzdem, dass dieser Pixel-Effekt so richtig erhalten bleibt. Für die Nase, die Augen und die Beinchen habe ich ein dunkles Braun gewählt. Das Schnäuzelchen, den Bauch und die Spitze vom Schwanz habe ich ganz weiß gelassen. Ich könnte mir vorstellen, irgendwie so ein schönes Cover damit zu gestalten oder vielleicht eine Karte zu schreiben oder vielleicht den Fuchs in klein nochmal zu malen und irgendwie eine Ecke von einem Briefpapier gestalten. Vielleicht habt ihr ja noch eine coole Idee, was man mit so einem Pixelbild alles anstellen kann. Schreibt es doch in die Kommentare und teilt eure Ideen mit den anderen Foxys. Damit das Weiß richtig schön raussticht, habe ich mit einem dicken Fineliner alles nochmal umrandet. Ich finde, das hat jetzt richtig Spaß gemacht und ich habe jetzt richtig Lust darauf bekommen, noch mehr von diesen Pixelbildern zu malen. Falls es euch gefällt, also so eine Art von Videos, die sind ja auch ein bisschen kürzer, dann schreibt mir das doch in die Kommentare, dann hole ich mir gleich morgen einen karierten Block und male noch ein paar weitere Pixelbilder für euch, die ich dann ab und zu mal posten kann. Da ich das immer sehr schön finde, wenn man mit einem weißen Gelstift so Sternchen und kleine Pünktchen reinzeichnet an manchen Stellen, habe ich das diesmal auch gemacht und mir gefällt das Ergebnis richtig gut. Weil ich die Kombination aus Orange, also so einem dunklen Orange und einem Mintton sehr, sehr schön finde, habe ich noch so eine Umrandung um den kleinen Fuchs gemacht und ich finde, das sieht auch richtig cool aus. Ich freue mich megamäßig drauf, den auf Instagram zu posten, weil ich glaube, der wird richtig gut aussehen auf meinem Instagram-Profil. Ich bin momentan ziemlich aktiv auf Instagram und mir gefällt mein Feed momentan richtig gut. Falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, würde ich mich mega drüber freuen, wenn du mir folgst, denn wir sind jetzt schon bei 8481 Foxys genau und ich würde mich mega freuen, wenn wir bald die 10.000 knacken. Oha, ich würde mich so mega freuen. Also folgt mir bitte auf Instagram, natürlich nur, wenn du möchtest und wenn dir meine Instagram-Bilder gefallen. Und fertig ist unser süßer Fuchs. Das Video war jetzt echt viel kürzer als sonst. Ich arbeite momentan wieder an einem längeren Video und ich habe gedacht, ich mache das in nächster Zeit öfter so, dass ich mal kürzere und längere Videos abwechselnd poste. Dann könnte ich es sogar schaffen, vielleicht jeden Tag wirklich ein Video zu machen. Naja, ich höre mal auf zu labern und wir sehen uns bald wieder. Ich hab euch lieb. Ciao! Ready to shake up.